Hallo, ihr Leseratten, Mäuse und Frettchen. Gingos oder so. Gingos? Kängurus. Gurus, hallo, ihr Gurus. Wir haben ja ein Neuzugang-Video für euch und zwar den Mai. 1997? Immer noch 2017. Achso. Ja. Das erste Buch hat Daniel mir bei Amazon gekauft. Ich hab den Buch bei Amazon. Nein. Ja, doch, doch, hast du. Erste Taschenbuch von Martin Will Daniel, Hill, die richtig? Part mit 19. Die Wiederkehr. Oh, der Klappentext, der Klappentext. Leute, ich weiß nicht, ob ich den Film kriege so schnell. Alte Feinde kommen näher, zu nahe. Hast du geschafft? Ja. War anstrengend, ne? Hätte ich nicht hingekriegt. Wahnsinn. Überhaupt nicht, kein bisschen. Alte Feinde kommen näher, zu nahe. Ja, diese Brause sieht auch zu nah bei mir, glaube ich. Brause ist gut Oh, hier, lecker. ne? Sieht aus wie so ein olles Irgendwas, Bier, so ein so ein Biokram. Hefeweizen-Bio-Bierkram-Zeug. Da muss ich schlucken. Aber das ist Mango-Fassbrause. Oh, so lecker. Von den kalt, ne? So lecker. Du schon wieder. Na, Flämmchen? Ja. So, das nächste Buch kommt von Real. Wie Linwood hieß Barclay fragt die Toten. Die nächsten vier Bücher sind von Real. Noch ein Jahrchen. Naja. Unerwartet tödlich. Kisha hat eine lukrative Einnahmequelle aufgefunden. Also, Kisha hat eine lukrative Einnahmequelle aufgetan. Die junge Frau studiert Todesanzeigen und gaukelt den trauernden Angehörigen vor, Verbindung zu den Verstorbenen aufnehmen zu können. Natürlich kostet das Geld. $5.000. Die meisten kaufen Kisha die Nummer ab. Auf den ersten Blick auch Wendell Garfield, der verzweifelt nach seiner verschwundenen Frau sucht. Doch der Schein trügt. Linwood Barclay ist ein brillanter Erzähler. Von krimicouch.de. Kennst du nicht, ne? Ich schon. Ja. So, noch ein Buch von Real. Sie sagt, die Noch? nächsten vier, ersten vier Bücher irgendwie. Noch, ja. Stirb langsam, Teil 764. Nein, stirb, mein Prinz. Ist auch nicht der erste Band. Der Von erste Band ist entrissen. Tania Kawa. Tania? Tania. Ich würde sagen, das heißt Tania, aber gut. Aber es könnte auch ein I sein. Ja. Ist ja auch ein I. Tania. Ach, je. Da ist kein J. Da ist Tania. Nicht Tania. Das Haus des Grauens. Ein altes Haus soll abgerissen werden. Da entdeckten die Arbeiter etwas Grauenhaftes im Keller. Ein Käfig aus Menschenknochen. Und darin ein verwahrlostes Kind. Wer ist dieser Junge? Da kommen sie schon. Schließer. Wer hat ihm das angetan? Mit ihm Ermittlungen stören Kommissar Phil Brennan und Profilerin Marina Esposito. Mein Name, ey. Hier, Frau Borito. Esposito. Eine kaltblütigen Menschensammler, der seit mehr als 30 Jahren einem grausamen Ritual folgt. Und dieser Killer duldet keine Einmischung. Er will den Jungen zurück. Hast du noch mehr davon? Nein. Entrissen. Der Entrissen ist der erste Stalker. Band. Der fehlt mir noch. So. Weiter geht's. Mit Lisa Jackson oder Liza? Liza. Psst. Liza Jackson. Mercy. Die Stunde der Rache Mercy ist nah. Was? Nicht? Jetzt wirst du endlich begreifen, was echte Seelenqual ist. Rick Benz, Detective von New Orleans Police Department, zweifelt an seinem Verstand. Gerade hat er seine Ex-Frau Jennifer gesehen, doch die ist seit 12 Jahren tot. Was? Bald wird klar, dass dies zum Plan eines Psychopathen gehört, der Benz durch einen raffinierten, ausgeklügelten Rachefeldzug zu einer Reise in die Vergangenheit zwingt. Als seine schwangere Frau Olivia spurlos verschwindet, beginnt eine nervenzerreißende Suche, die Benz um das Liebste in seinem Leben fürchten lässt. Sie werden starke Nerven brauchen, um dieses Buch schadlos zu überstehen. Alex Dengler, denglersbuchkritik.de. Amen.
Dann geht's gleich weiter mit dem nächsten realen Bohnenzettel. Bohnenzettel? Bohnenzettel. Bohnenzettel. Mit Hülle. Greg McLean und Aaron Stearns. Wolf Creek. Höllisches Outback. Was heißt Greek? Aber ich doch jetzt auch. Du hast Greek gesagt. Naja, sag ich Creek. Doch. Creek. C. Creek. 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 Wie soll ich sprechen? Im Outback hört niemand deine Schreie. Das australische Outback eignet sich perfekt für einen Neuanfang. Und genau... Beine fresse, die Schrift komisch. Und genau den wünscht sich der junge Mick Taylor. Er heuert auf seinen Schaffarm im Westen Australiens an, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch schon bald lassen die Möglichkeiten, die ihm das Land bietet, eine dunkle Begierde in ihn aufsteigen. Wo sonst könnte man seinen Trieb zu töten unbemerkt ausleben, wenn nicht hier? Das erste Opfer lässt nicht lange auf sich warten. Aber Mick ist nicht der Einzige, der sich die Weite des Outbacks zunutze macht. Und die anderen Killer schätzen seine Gesellschaft nicht. Mann, Mann, Mann. So, dann haben wir wieder nur ein E-Book für diesen Monat. Das habe ich von ebook.de zum Muttertag bekommen. Zum Muttertag. Ja. Ja, ein Sommer voller Hoffnung. Ja. Wollte ich auch eigentlich das nochmal lesen. Habe ich da wohl nicht ganz geschafft. Von Muttis für Muttis geschrieben. Was ist denn hier los? Kling. Kling. Leucht. Drei Frauen, die kaum unterschiedlicher sein können und ein ereignisreicher Sommer. Jinzi, Claire und Danielle haben nichts gemeinsam, außer, dass sie ihren Sommer weit entfernt von der Großstadt auf Martha's Vineyard. Danke. Jetzt passt das wieder falsch. Martha's Vineyard verbringen wollen. Die pragmatische Jinzi musste hart arbeiten, um aus ihrer Kleinstadt herauszukommen. Danielle kommt aus gutem Hause und sucht einen Ehemann, der in ihr privilegiertes Leben passt. Während Claire ein letztes Hauch Unabhängigkeit genießt, bevor sie ihren ehrgeizigen Verlobten heiratet. Trotz dieser Unterschiede entsteht durch die ruhigen Strandtage und Nächte voller spannenden Gespräche eine unerwartete Verbindung. Gemeinsam erleben sie einen Sommer voller Hochs und Tiefs, voller Männer und voller Hoffnung. Ja. Und da mir Daniel jetzt zum Weihnachten, Geburtstag, wann auch immer, ich glaube, es war Geburtstag, Casey's Key geschenkt hat, musste ich natürlich bei Tauschgnom das Buch da organisieren. Katie's Book. Genau. Wenn du findest, ruf an. Und hast angerufen? Witzig. Wenn du nicht Emma heißt, leg dieses Buch schnell wieder weg. Halt dich fern und niemand wird etwas geschehen. Was hat unsere Emma damit zu tun? Stimmt. Emma, ich weiß, das klingt verrückt. Du und Mom. Ihr werdet euch natürlich fragen, wohin ich verschwunden bin und wann ich zurückkomme. Deshalb hinterlasse ich dir das ganze Beweismaterial nur für den Fall, dass mir etwas zustößt und ich nicht zurückkomme. Sieh dir alle Details in meinem Tagebuch genau an. Ruf die Telefonnummer an. Geh auf die Webseiten. Aber wenn du nicht enden willst wie ich, kein Land in Sicht, dann darfst du niemandem davon erzählen. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon zurecht, glaube ich. Hey, vielleicht ist es der Anfang meines neuen Lebens. Ganz sicher ist es das Ende meines alten. Ruf mich an. Love, Katie. Ist mein Telefon? Ich muss meine Nummer anrufen. 069. Hey, ist eine Festnetznummer. Mhm. Ist nicht meine ausländische. Hol mal Telefon. Machen wir auf den Jetzt Sprecher. Gleich? Ja, gib mal her. Ach, hol mal das Telefon. Wir rufen die Nummer mal an und machen das Ding mal auf Lautsprecher. Mal sehen, wo wir landen. Na, da bin ich selber gespannt. 069 66. Halt, das war eine 8. Moment, wir gehen jetzt zurück hier. 67.
bei Bayern. Diese Rufnummer ist noch zu haben. Tja, ich glaube, das geht nicht mehr. Ja, also wie gesagt, die Nummer, die ist noch nicht vergeben. Wer die haben möchte, bayern.de, könnt ihr sie haben. Das ist halt schon etwas älteres Buch. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht mehr. Gut, vielleicht war da... Schade aber auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Nummer mal funktioniert hat, dass da ein AB drauf war oder sowas. Schade. Schade. Na gut. Sind wir wieder schlauer, ne? Ja, also, Katie ist verschwunden, die ist nicht mehr nach Hause gekommen. Katie ist verschwunden, die Wohnung wurde geräumt, die Rufnummer ist wieder frei. Bewerbt euch jetzt. Aber ich habe noch Casey's Key und Casey's Ring. Ring. Also ja. Casey's Ring habe ich noch nicht, aber... Die brauchst du ja nicht lesen, die alte ist hinüber, die ist weg. Hat sich erledigt. Gut, weiter geht's. Ja. Mit dem nächsten, oh Gott, was, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, die nächsten vier Bücher sind schon wieder von Real. Die nächsten... Nicht Kaufland? Nein, Real ist die schlimmere Falle. Ach, ich bin so froh, dass wir Kaufland Real in Berlin haben, ne? Na gut, Real ist schon Brandenburg, aber ganz an Berlin an, ne? Zählen wir mal nicht mit zu Brandenburg. Der Tattoo ist noch fast Berlin. Gut. Liza Jackson. Vipernbrot. Ich glaube, das heißt Vipernbrot. Wieso Vipern? Kann auch nur Viper sein. Diese schönen, schnellen Autos. Detective Selena Alvarez, persönlichster Fall. Weihnachtszeit in der amerikanischen Kleinstadt Grisly Falls. Ein perverser Killer zelebriert den Advent auf abstoßende Art und Weise. Er verwandelt seine Mordopfer in Eisskulpturen. Mit grauenhafter Perfektion integriert er seine Kunstwerke dann in weihnachtliche Dekorationen. Der Eismumienmörder macht Schlagzeilen, als erneut eine gefrorene Frauenleiche auftaucht, macht die Polizei eine schauerliche Entdeckung. Die Tote trägt ein Schmuckstück von Detective Selena Alvarez. Schön. Wie kommst du daran? Cooler Typ, würde ich mal sagen. Ja, das ist. Ich kann ein bisschen an Schneemann, aber na gut. Oh, der Film kommt auch bald raus. So, weiter. Okay. Da war ich sehr froh, dass ich das gefunden habe, weil das musste dann auf jeden Fall mit. Der zweite Band dieser Reihe. Meret Juncker. Merette. Wieso Merette? Also ich denke mal, weil Meret. Der ist auf jeden Fall norwegisch. Also ich meine. Aha. Ich denke, es heißt Merette. Gut, die Juncker. Auf dunklen Faden ein Fall für Mette Minde. Mette Mettwurst. Nein. Nicht. Na gut, versuchen wir es. So. Wer den Tod verdient. Das Ende einer Märznacht in Norwegen. Im Schwimmbad von Porsgrunn wird der 18-jährige Arvo Pekka erschossen aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch der plötzliche Freitod gibt eine Menge Rätsel auf. Nicht ernst, als Ungereimtheiten am Tatort festgestellt werden. Journalistin Mette Minde nimmt die Ermittlungen auf, denn sie will das Warum verstehen. Also beginnt sie hinter die Fassaden zu blicken und dort tun sich Abgründe auf, die bisweilen schlimmer sind als der Tod. Ja. Weiter. Einfach weiter. Paul Finch, Spurensammler. Voll. Ach, du hast mal was auszusetzen. Buchschnitt? Ja, schön, oder? Nicht? Ne? Du weißt, du bist der Nächste, aber kannst du deshalb entkommen? Als einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Englands von seinen Komplizen aus dem Hochsicherheitsgefängnis befreit wird, holt Detective Mark Heckenbergs spektakulärster Fall ihn plötzlich wieder ein. 2 Jahre nachdem unzählige Opfer entführt und ermordet wurden, beginnt der Albtraum von neuem. Immer mehr Menschen werden getötet, kaltblütig, brutal, am helllichten Tag. Und Heck weiß, dass es nicht lange dauern wird, bis auch er an der Reihe ist. Mann. Ja. Das letzte Regalbuch? Hannah Jameson, Kalter Schmerz. Ach ja. Ein Mord, 2 Männer, eine Frau und unzählige Leichen. Steht das da? Das steht da überhaupt nicht.
In den finstersten Winkeln Londons spürt Nick Guano, Nick Caruana Menschen auf, die nicht gefunden werden möchten. Und ebenso effektiv löscht er sie aus. Dafür wird er bezahlt, für Gefühle nicht. Doch dann trifft er auf Claire, Model, Ballerina und die Frau eines Waffenhändlers. Fasziniert von ihren kühlen Schönheit lässt sich Nick auf ein Spiel ein, das nur tödlich enden kann. Er fragt sich nur, für wen? So, und das letzte Buch habe ich von der Arbeitsschläge geschenkt bekommen. Henning Mankel. Midsommermord. Schon wieder was Skandinavisches. War doch so, oder? Ich glaube schon. Es war der ideale Ort für ihre Midsommernachtsfeier. Er lag in einer Senke. Darum herum wuchs dichtes Gebüsch. Sie hätten keine bessere Stelle wählen können, weder für ihre eigenen Zwecke noch für seine. Ein Mörder, der den Anblick junger, glücklicher Menschen nicht erträgt. Ein ermordeter Kollege Wallanders. Ein Kommissar, der noch nie so einsam, so verzweifelt, so sympathisch war. Das raubt einem die Nacht. Das stärkt die Skepsis. Das ist starke Kriminalliteratur. Von Elmar. Was? Ja, von Elmar. Achso. So, das waren alle neuen Bücher für den Mai. Jetzt kriegen wir noch Lesemund dazu und dann Sind wir weiter. Ja. Bis dann. Bye. Bis gleich.